New York in gespannter Erwartung einer Filmpremiere. Tom Cruise wird höchstpersönlich erscheinen, der Star, der antritt, die Welt neu zu ordnen. Es liegt in unserer Verantwortung, den Menschen zu formen. Wir wollen eine neue Realität schaffen. Wir sagen, wo es lang geht. Klingt seltsam, hat aber Methode. Cruise ist Scientologe, Propagandist einer von Gerüchten umwobenen Sekte, die diese aufmüpfigen Demonstranten in Maske mächtig in Rage bringt. Und nun spielt Cruise auch noch Stauffenberg, den Hitler-Attentäter. Wird die Operation Walküre, deutscher Filmstart ist morgen, am Ende zur Werbung für Scientology? In New York Riesengedränge. Gleich muss er kommen. Über 100 Kamerateams aus aller Welt. Im Obergeschoss eines Einkaufszentrums ist, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, der rote Teppich entrollt. Geschlossene Gesellschaft. Hauptsache, die Gestalten mit den Masken bleiben draußen. Die verhassten Spaß-Guerilleros, die sich die Anonymen nennen. Und Cruise und Co., die Scientologen dieser Welt, einfach nicht ernst nehmen wollen. Derweil lässt sich Tom Cruise wenige Meter weiter als Stauffenberg feiern. Unliebsame Fragen werden abgebügelt. Hat ihm Scientology Kraft gegeben während der Dreharbeiten? Ich verstehe diese Frage nicht. Der Mann ist ein geschulter Profi. Und der Stauffenberg-Film ist besser, als zu befürchten war, auch wenn die Dialoge nicht immer tiefsinnig sind. Ich betreibe Hochverrat mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Kann ich auf Sie zählen? Ich mache alles. Alles ist ein sehr gefährliches Wort. Eine seltsame Apparatur, das sogenannte E-Meter, das allerheiligste aller Scientologen. Eine Art Lügendetektor, mit dem die Organisation ihre Mitglieder, und das sind laut Scientology weltweit 10 Millionen, regelmäßig überwacht, Schuldbekenntnisse einfordert. Kritiker und Aussteiger empfinden es als blanken Hohn, dass Cruise, das Sprachrohr der Scientologen, mit all seiner Spielkunst in die Rolle eines Mannes schlüpft, der seinen Widerstand gegen ein totalitäres System mit dem Leben bezahlt. Es ist eine Farce. Was Scientology ist, ein diktatorisches, unterdrückerisches System. Hier versucht ein Verführer abzulenken von dem, was Scientology macht. Der ganze Film war dazu gedacht, eben in Deutschland den Einfluss von Scientology zu vergrößern. Unabhängig von schauspielerischen Qualitäten, die ich nicht beurteilen will, aber dass damit auch eine Botschaft verbunden ist, die ich für verheerend halte, dass damit unter Umständen junge Leute oder Leute, die in psychischen Schwierigkeiten sind, sozusagen mit Glanz und Gloria Scientology vorgeführt bekommen und damit die Hemmschwelle abgebaut wird, sich an Scientology zu wenden. Und dann ist man sehr schnell in den Fängen und kommt nicht mehr heraus. Prominente sind für Scientology enorm wichtig, weil sie sind ja die Aushängeschilder. Wenn Tom Cruise, dieser tolle Typ, Scientology macht, dann kann das ja nicht so schlimm sein. Die Sache muss erfolgreich sein. Die Art, wie Cruise als Scientologe redet, erinnert an alte Propagandareden. Nun sagt schon, wollen wir diesen Ort säubern? Wir zählen auf euch. Die angekündigte Säuberungsaktion klingt nicht eben beruhigend. Aber wie gefährlich ist der eingetragene Verein, der sich Kirche nennt, wirklich? Die Berliner Zentrale ist ein nobler Koloss. 30.000 Mitglieder habe man in Deutschland, sagt Scientology. Der Verfassungsschutz, der die Organisation seit Jahren im Auge hat, spricht allerdings von rund 6.000. Hier waren wir verabredet. Wenige Stunden vor Drehbeginn wurden die Interviewzusagen zurückgezogen. Der Sendetermin am Vorabend des Walküre-Starts in Deutschland sei unpassend. Wir sollten die Dokumentation verschieben, wollten wir aber nicht. Also machten wir uns auf die Suche nach Insidern und Experten, die uns die scientologische Lehre und deren Praxis erläutern. Da gibt es so Sätze wie, wir sind die einzigen Menschen, die das Recht haben zu richten.
Wenn das ein islamischer Imam in einer Moschee sagt, wird er als Hassprediger ausgewiesen. Die Scientologen in Deutschland kriegen das in den Kopf gedrillt. Also sie sind, es ist wie bei vielen dieser totalitären Ideologien nichts anderes. Es gibt eine Menschenrasse, bei Hubbard heißt das Art von Mensch, die in die Lage versetzt werden, durch das Training bei Scientology, dass die einzigen zu sein, die das Recht haben, über andere zu richten. Scientology ist eine Organisation mit einem totalitären Anspruch. Sie dulden keine Kritik, sie dulden es aber noch nicht mal gleichgültig zu sein. Sie wollen nur Unterstützer. Und diejenigen, die dazu nicht bereit sind, die sollen entweder umerzogen werden oder in Quarantänelager gesteckt werden und 2,5% jeder Rasse sollen vernichtet werden, weil die unheilbar kritisch sind. Vernichtet? Wo steht das? Das steht in Anweisungen von Hubbard. L. Ron Hubbard, 1911 bis 1986, der Begründer von Scientology, sah in jedem Gegner seiner Organisation einen Menschen mit krimineller Energie. Widerspruch ist unstatthaft, stört die Harmonie, die Scientology, etwa in diesem Werbestreifen, seinen Mitgliedern verspricht. Hubbard, in Jugendjahren Science-Fiction-Autor, schrieb: Jenseits des Abgrunds erhebt sich ein höheres Plateau, wo es sich besser lebt. Scientology ist die Brücke über diesen Abgrund zu einer schöneren, glücklicheren Welt. Schön gesagt, aber worum geht es konkret? Kommunikationstraining. Damit fängt es an, ist die Einstiegsdroge. In Kommunikationstrainings- und Personaltrainingsseminare rennt in Deutschland die halbe Republik. Weil alle Leute ja anscheinend Probleme haben und irgendwie nicht mehr miteinander reden können. Also, da gibt es ein ganz breites Angebot. Mittendrin die Scientologen. Die Scientologen machen da aus den Menschen aber nicht irgendwie ein besseres Kommunikationstraining, sondern bringen Schritt für Schritt über die Kurse, über die Seminare den Menschen ihre Ideologie nahe und die Leute fangen dann an zu ticken. In Stuttgart stieß 1984 ein junger Mann auf Scientology und widmete der Sekte 22 Jahre seines Lebens. Im Auftrag der Organisation, die nun sagt, er habe nur den Fuhrpark in England verwaltet, hat er ihre John Dignan die Welt bereist, über Jahre im Hauptquartier in Los Angeles gearbeitet. 2006 gelang ihm der Ausstieg. Jetzt hat er ein beklemmendes, von Scientology bislang juristisch unbeanstandetes Buch geschrieben. Ich irrte orientierungslos durch Stuttgart, als plötzlich eine attraktive Sabine zielstrebig auf mich zuging und mir eine Frage stellte. Ich war verwirrt und erklärte ihr, dass ich kein Deutsch verstehe. Also redete sie auf Englisch weiter und forderte mich auf, ihr zu folgen. So she said, have you got a good memory? I said, I don't know. She said, come with me. You know, and just like this incredible control. Come with me. Boop. And of course, my situation. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete, und ging mit ihr nach oben. Ich machte dann diesen OCA-Persönlichkeitstest. Und siehe da, in der Auswertung, die sie mir vorlegten, lag ich ganz am Ende der Skala. Die Scientologen sagten mir daraufhin sehr direkt, dass ich schwerwiegende Probleme habe, sogar sterben könnte. Es werde einmal bös enden mit mir. Scientology sei der einzige Ausweg, der mir jetzt noch helfen könnte. Minutiös